ab geht es zum Yama. Und am Yama, zack, raus da auf Silberlachse, auf Rotlachse, auf alles, was die Yama so hergibt. Also, es wird mal wieder Zeit hier für den Yama. Ich muss hier nochmal ein paar Brocken rausziehen. Yama ist für mich eins der Gewässer, wo ich noch die meisten unerfüllten Trophy-Wünsche habe. Das heißt, hier habe ich einfach die größte Chance, mit einem der hier gefangenen Fische nochmal eine Trophy mehr abzuhaken. Das wäre dann die 68. Trophy. Und deswegen muss ich einfach auch mal immer mal wieder hier hin und so ein bisschen was rausziehen. Und dazu kommt natürlich, die Fische hier bringen richtig gut Kohle. Ist ja wohl klar. Solche Brocken, solche seltenen hier, die sollen natürlich auch ordentlich Cash bringen und belohnen. Naja, Seesaiblinge, die brauchen wir jetzt hier weniger. Und ich teste immer wieder gerne, gerade hier am Yama, die Spiker Spinner. Das Schöne ist, auswerfen, einfach locker durchleiern und es geht in der Regel was rein. Und man kann eben bei den Spikern auch ganz verschiedenste Farben einfach wählen und testen, je nach Wetter. Weil es eben so eine große Auswahl an Farben gibt. Zack, komm ran hier. Keter hatten wir natürlich auch schon, klar. Aber hier Silberlachs, 2 Kilo, 3 Kilo, Rotlachs, Lennock und Kamtschatka, Regenbogen und so weiter. Kleinere Äschen gehen aber auch rein. Also es ist sehr, sehr wild und es sind natürlich auch immer wieder die Spots, die man halt so testen kann, beziehungsweise man kann an verschiedensten Spots das immer ganz gut testen, eben mal schnell durchleiern, bis hin zum Königslachs, der halt hier auch drauf gehen kann, auf diese Spiker, auch das passiert immer mal wieder. Also man hat hier wirklich viele Möglichkeiten damit und ich finde, es ist auch einfach angenehm, ne? Man muss hier nicht irgendwie ein gewisses Tempo immer haben, beziehungsweise eine gewisse Führung machen, man kann einfach durchleiern. Hashtag 4 ist das Zauberwort und mit Hashtag 4 kommt man dann genau zu der Auswahl. Ich teste jetzt vielleicht mal den roten Spiker. 12 Gramm ist ja für die meisten Ruten, die man hier am Yama verwendet, ein sehr gutes Gewicht sogar. Dann habe ich jetzt hier nochmal drauf eine 8000er Rolle. Vielleicht könnte man sogar eine 6000er nur nehmen. Und dann gib ihm. Wir gehen aber gleich nochmal ein bisschen detaillierter auf Setup ein, wie das hier alles gerade zusammengebaut ist. Ja, Puschelhaken habe ich natürlich auch drauf. Und ich stehe gerade hier, machen wir es mal so, auf I4. Also auf diesen kleinen Schniepi hier. Und ja, da renne ich eigentlich immer ganz gerne hin. Also es ist ja ein etwas längerer Marsch, bis man hier angekommen ist. Das heißt also, wenn ich mir überlege, zum Yama zu gehen, dann sehe ich halt zu, dass ich, naja, so zwischen 3 Uhr, 4 Uhr nachts schon aufbreche, damit ich hier morgens 4, 5 Uhr bei den ersten Sonnenstrahlen schon an dem Spot bin und diese ja recht teuren Reisekosten zu dem Gewässer auch maximal ausnutzen kann, ne? Das muss halt laufen. Und dazu kommt, ja, wenn ich jetzt das hier gerade sehe mit den Keterlachsen, solange die Farben durchtesten dann an dem Spot, dass man eben nicht nur die ollen Keters hat. Ich meine, es gibt zwar immer wieder die Kaffeeaufträge, 3x 1,8 Kilo Keterlachs, den kann man ja immer noch ganz nett abschließen, aber letzten Endes wollen wir ja eher Silberlachs, Rotlachse, die Dollys oder. Es gibt ja genug spannendere Fische, die halt hier auch ordentlich Kohle bringen dann. So, rot hat nicht so ganz funktioniert, also direkt ändern, Hashtag 4, gehen wir auf grün. Zack und gib ihm. Einmal geradeaus, also einfach komplett abfächern, ne? Einmal nach links, einmal Mitte, einmal rechts und dann gib ihm. Schön locker durchziehen und da, wo es am besten lübt, da wirft man dann immer wieder hin. Auch natürlich, hatte ich beim letzten Yama-Video ja schon gesagt, so ein bisschen auf die Entfernung achten. Es kann halt immer wieder sein, dass die Fische an einer gewissen Stelle immer wieder reinballern. Wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung von diesem Busch da vorne wirft
und sie ballern immer wieder an der gleichen Stelle rein, dann wirft man doch am besten vielleicht gar nicht mehr so ganz weit aus, sondern nur vielleicht nur 50% oder sowas, dass man genau an der Stelle halt landet, wo die Fische dann immer wieder reinballern. Vielleicht zieht man dann quasi kurz vorher durch so einen Spawn und dann klatscht es immer an der gleichen Stelle. So, jetzt nochmal ein bisschen das Tempo verändern. Ich versuche auch hier, dass die Spinner richtig schön ins Trudel kommen und richtig Action machen. Aber die ziehen gerade hier eher nur das Kleinzeug. Kleiner Japaner. Dann gehen wir nochmal auf eine andere Farbe. Nehmen wir mal hier den Schlüppi-farbenen. So, auch nochmal da oben hin mit der Strömung. Dann natürlich ein bisschen schneller gezogen. Und da geht auch wieder was rein. Auf diesen rosafarbenen, da hatte ich schon ein paar Mal auch tatsächlich Könige drauf. Auch an anderen Stellen, an anderen Spots. Was ich übrigens, apropos andere Spots, was ich auch immer teste, ist direkt hier oben am Camp. Und zwar ist das, müsste das hier ziemlich genau sein. Hier ist einmal diese etwas flachere Stelle. Man sieht hier auch ein paar Stromschnellen. Genau, das ist ziemlich genau hier. Und dann gibt es hier so eine kleine Ausbuchtung. Und dann kann man hier entlang der Stromschnellen ziehen und hier an dieser Kante, auch an dieser Vertiefung so ein bisschen hier entlang. Also diese Area geht auch immer wieder ganz gut. Einfach mal, wenn man nicht so weit laufen will und nur noch mal eben vielleicht ein paar Fische rausziehen will, vielleicht gerade schon da gespawnt und es ist nicht die ideale Uhrzeit oder sowas, dann kann man da schon mal ein bisschen testen. Auch das geht immer ganz gut. Ja, so im Großen und Ganzen bin ich echt ganz zufrieden. Vor allem, es ist halt so entspannend, ne? Gerade wenn man hier auf automatisch einkurbeln geht oder sowas. Zack, auswerfen. Man ist da nicht so verbissen dran. Man kann einfach locker durchleiern und es zieht automatisch durch. Genau, einmal das Tempo halt gut eingestellt und dann lüppen die Brocken. Ja, vom Setup gucken wir gleich nochmal eben kurz rein. Nutzen wir einfach mal eben jetzt hier gerade die Mittagszeit. Machen wir kurze Mittagspause sozusagen. Da haben wir den roten sehr und den Silberlachs. Sehr schön. Gutes Gewicht. Geile Färbung, ne? Geile und krass einfach, wie der wie der vorne den Haken schon hat, ey. Heftig verformt das Maul. Der frisst nichts mehr, ey. Also, raus damit wieder. Ich ziehe einmal kurz durch und dann lassen wir jetzt so ein bisschen treiben. Also, Setup, ich habe natürlich hier das... Oh, da ist schon was dran. Ja, so muss das. So muss das. Ich habe natürlich hier die dicke, fette, große Route. Ist natürlich kein Must-Have. Ich zeige jetzt gleich nochmal eine Route, die man sich sehr gut holen kann, wenn man, ja, ich sag mal, nach dem klassischen Belaya-Set. Und das ist diese hier, die Karma. Wo ist sie denn? Da ist sie. Die Mächter, Karma Mächter SF 78mh. Medium hart. Wisst ihr was? Ich baue das Ding mal eben hier zurück. Demontieren. Und wir angeln jetzt mal mit der Mächter. So. Raus das Teil. Da ist es. So, dann machen wir da jetzt eine schöne Bestia drauf. Dann klatschen wir uns jetzt hier 15 Kilo Schnur drauf. Hier ist sie. 350 Meter, 319 passen drauf. Wir nehmen ein entsprechendes Fluorocarbon, auch hier mit 15 Kilo einfach. Und wir nehmen hier wieder Hashtag 4, den schlüppifarbenen Spiker und benutzen das Teil. So, und schön raus damit. Zack, wir kommen fast, ja, also gut bis ans andere Ende damit. Und dann heißt es hier wieder locker durchziehen. Ja. Das Teil hier, das geht halt ganz gut, wenn man eben, ja, ich sag mal, das Belaya-Setup hat man irgendwann durch, so im Anfangsbereich, ist vielleicht so im Bereich von Level 20 dann angekommen und dann geht es halt weiter mit dieser Route. Warum diese Route? Weil sie einfach ganz gute Werte hat, ne? Also Tragfähigkeit mit 20 Kilo reicht vollkommen aus. Ihr seht, ich bin hier mit 15, vielleicht manchmal mit 19 Kilo bin ich hier unterwegs. Mehr aber auch nicht, reicht also die Route komplett. Wurfgewicht ist sensationell und man kann sie eben auch für vieles verwenden. Sie hat genug Power, dass man die vielleicht auch fürs Jiggen verwenden kann, für Topwater oder sowas. Auch das funktioniert oder eben dann fürs Gieren. Ja, und preislich eben auch übelst attraktiv, also kostet, glaube ich, mein unter 1000 das Teil und damit kann man dann eben auch hier ganz gut durchziehen und natürlich auch im Low- und Mid-Level-Bereich dann auch schon sowas wie auf Hechte gehen oder Saiblinge jiggen und sowas alles, ne?
Auch das geht natürlich gut damit. So, ich nehme nochmal einen anderen. Gehen wir nochmal auf eine ganz andere Farbe jetzt. Gehen wir mal auf Blau vielleicht. Testen wir mal Blau. Da hatte ich vorhin schon mal eine Dolly drauf. Vielleicht geht ja auf Blau auch hier was an der Stelle. Und dann locker wieder durchziehen. Ja, so geht das und so darf das. Kohlemäßig ist es natürlich immer ein bisschen abhängig davon, hat man schon einen guten Köder gefunden. Und wenn man dann einen hat und eine gute Stelle hat, dann einfach natürlich auch durchziehen. Ne? Zack, jawohl. Das ist natürlich jetzt die Frage, ballern hier an der Stelle jetzt mehr die Keters rein oder kriege ich vielleicht noch mehr Silberlachse? 3,5 Kilo, jawohl. Ich werfe mal noch weiter runter. Zuletzt gab es ja wieder Infos, zack, jawohl, Infos für die diese selbstgemachten Zanderblinker zum Beispiel. Die gehen natürlich auch immer wieder gut. Zanderblinker, aber das soll jetzt ein bisschen weiter unten noch sein. Und da muss ich sagen, da wird es auch langsam echt gefährlich. Wenn dann zu großer Brocken reingeht auf zu feinem Setup, haut der einfach auch aufgrund der Strömung, die halt in die Richtung geht. Wir sind halt hier echt am Ende. Also hier kann es dann wirklich gefährlich werden, wenn jetzt hier in diesem Bereich zum Beispiel jetzt ein großer Brocken reingeht. Ja, könnte es knapp werden. Also auf diesem Setup hier hätte ich höchstens noch eine Chance, wenn ich es rechtzeitig schaffe, an den letzten Schniepi da hinten bis da vorne hin zu rennen und den Fisch in die Richtung noch zu drillen. Dann hat man noch realistische Chancen. Wenn der nach da hinten den abhaut, der große Fisch, war es das. Dann war es das. Dann reißt er auf jeden Fall ab und zieht einfach weg. Also, ich werfe einfach wieder lieber in diese Richtung. Da einmal in Richtung von dem Berg, beziehungsweise ich habe da immer die Büsche am Ufer so als Ziel. Und dann hier locker, flockig, zack, durchkurbeln. Ja, so sieht es aus. Kohlemäßig, ja, muss man glaube ich nicht viel dazu sagen. Ich sag mal, irgendwas so zwischen 300 und 700 Silber hat man noch locker hier drin. Je nachdem, welche Brocken halt, wie gesagt, reingehen. Und Yama lohnt halt, ne? Ist halt hochleveliges Gebiet und hochleveliges Gewässer. Und ich mag es halt auch einfach hier auf entspannt für nebenbei. Man muss halt nicht drauf achten, irgendwie auf eine Führung oder sowas, sondern einfach mit dem Spinner, zack, Spiker, Hashtag 4, also der 12 Gramm. Und dann gib ihm, rausziehen die Brocken. Jetzt brauche ich aber noch ein paar große hier. Alter, da sag ich gerade auf Wiedersehen und da ballert doch noch einer rein. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. In dem Moment ballert noch mal ein großer rein. Da will ich natürlich jetzt auch wissen, was es ist. Oha. Und der hat Bock. Auf den blauen Spiker. 15 Kilo kann ich hier maximal bremsen. Und ich muss ihn ein wenig versuchen zu lenken in die andere Richtung. Denn wir sind hier tatsächlich im gefährlichen Bereich. Er muss umdrehen. Sonst bin ich am Arsch. Weiter drehen, weiter drehen, weiter drehen und richtig rüberpullen. Weiter rüberpullen. Ei, ei, ei. Er ist noch nicht durch. Er ist noch nicht safe. Er haut noch nicht richtig ab in die andere Richtung. Weiter rüber. Und ein bisschen nach oben, dass er dagegen kämpfen muss mehr. Jawohl. Alter, hart am Limit die Route hier gerade. Aber auch die Bremse. Und nochmal hart rein. Ei, 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 ei. Was hat er denn? Was hat er denn, ey? Da will er aber beeindrucken, ey. Ob das ein kleiner König ist? Das ist ja der Hammer. Ah, komm, 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 komm. Jawohl. Jawohl. Alter, cool. Das macht natürlich Bock, ne? Aber ihr seht auch hier, auch die Route, ne? Die spielt natürlich auch gut mit hier. Kann man gut mit Pumpen. Funktioniert, auch wenn es quasi nur eine Route ist mit 20 Kilo Tragfähigkeit. Hier auf 15 Kilo Schnur jetzt lübt das auch noch richtig gut. Jawohl. Schön rein hier, ne? Schön rein in den Blank drücken. Dass der Fisch auch schön komplett gegen die Rute arbeiten muss. Das macht ihn zusätzlich müde. Ne? Schön nach oben auch. Ist immer schwierig für den Fisch. Und er schwimmt da hinten rum. Ist noch nicht so richtig safe. Also richtig
Angenehm, muss ich sagen, ist es gerade nicht für mich hier. Sobald der noch ein bisschen zu weit hier jetzt rechts rüber geht, muss ich wieder rennen. Ganz knapp an der Grenze. So, lassen wir ihn nochmal. Ich drehe nochmal so ein bisschen in die Richtung. Und ich muss mir mal einen Kaffee reinziehen. So, komm. Ruhig. Alter, das macht halt immer wieder Bock, oder? Und eigentlich ist es auch gar nicht so wild. Also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man hier mit so einem 15-Kilo-Setup rumrennt und dann solche Drills hat, dann macht es das doch aus. So soll das doch sein hier am Yama. So, Alden, jetzt kommen wir aber ran hier. Jetzt kommen wir aber mal ran langsam. Tu mal nicht so, als ob du ein Großer wärst. So riesig ist er nur auch wieder nicht. So. Könnte ein König sein, ne? Von der Action her. Ich würde natürlich hoffen, dass es kein König ist, sondern irgendwas richtig Großes anderes. Nicht immer die ollen, was weiß ich, 10 Kilo Könige oder so. Die braucht man ja eigentlich nicht. Ist zwar immer nice, ne? Nimmt man halt auch gerne mit. Aber, ja, ich sag mal, ist halt kein großer Gewinn, ne? So ein König. Geiler Drill mehr nicht. Und er hat noch Bock. Und er hat noch Bock. Auf den blauen Spiker hier. Sollten auch noch überall Original-Puschelhaken drauf sein. Habe ich bei den 12 Grammern habe ich nicht geändert. Ne. So. Na. Ich muss ihn noch ein bisschen müde machen. Er hat noch einfach Bock. Das heißt, ich lasse ihn. Ich halte einfach nur ein bisschen dagegen. Kurbel schön dagegen an, so ein bisschen. Und bei den Fischen, wenn die so schlagartig nochmal reingehen, kurbel ich auch über die Bremse, weil ich die Kopfschläge ausgleichen will. Na, komm mal ran hier jetzt. Ist natürlich jetzt auch zusätzlich noch die Strömung, die halt echt hart ist. Ich hatte vor Monaten einen heftigen Königsdrill, der dann tatsächlich da hinten endete. Und ich konnte ihn auf dem feinen Setup nicht gegen die Strömung ranziehen. Also im Randbereich, der war ganz hinten am Rand rechts so ein bisschen, da ging das noch. Und sobald er dann mehr in den Hauptstrom dann gezogen wurde, einfach nur durchs Eigengewicht, war wieder direkt vorbei. Keine Chance. Über eine Stunde dann versucht, den noch ranzuziehen durch das Wasser. Absolut keine Chance. Einfach durch die Strömung immer weiter weggezogen. So, jetzt kommt er doch so langsam, oder? Na, doch noch nicht. Nochmal heftige Kopfschläge. Und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen hier ran. Und schön nach oben nochmal. Na, komm ran jetzt hier. So, krass. Aber das, ich sag ja, das ist ja das, was eigentlich hier auch Bock macht, ne? Ruhig auf diesem feineren Setup und dann die Action. Apropos feines Setup, natürlich auch durchaus möglich, hier mit so 9 oder 12 Kilo einfach ranzugehen. Ne? Wenn man da mit dem passenden Wurfgewicht dran ist, ist natürlich nochmal gefährlich, dass beim letzten Video, letztes Yama-Video, ich kann das ja nochmal verlinken, das letzte Yama-Video, da war ich ja dann auch ja, auf der anderen Seite sozusagen unterwegs, und wenn da die Rotlachse gut gehen, Rotlachs zum Beispiel deutlich feiner nochmal ein bisschen beangeln, weil die eigentlich so, ja, eher kleiner auch unterwegs sind, und dann können da auch diese ganz seltenen mit reinballern, die Scherechnjew-Saiblinge und sowas. Das ist natürlich dann auch nochmal cool. Auch da hat man dann natürlich immer wieder solche Monster-Drills, wenn er einfach mal, keine Ahnung, reicht ja schon, wenn da ein 8 Kilo Keter reingeht oder so. Dann hast du ja auch schon wieder Action. So, Alter, nu reicht aber hier, ey. Nu reicht aber hier langsam. Alter Faller, ey. Und der geht immer noch weiter runter durch die Strömung. Langsam sind wir hier am Ende. Viel weiter kann ich bald nicht mehr. So, jetzt haut er nochmal ein bisschen ab. Ich drehe ihn auch nochmal ein bisschen weiter rüber. Nochmal ein bisschen mehr nach links scheuchen. Das ist ja der Hammer, Alter.
Das ist ja der Hammer. So, haben wir ihn nochmal so ein bisschen getrieben, aber er lässt sich kaum. Er lässt sich kaum. Aber er müsste langsam müder werden, ne? Er müsste langsam müde werden. So, jetzt nochmal hoch. Das passt doch, ey. Cool. Sehr, sehr, sehr geil. Macht halt immer wieder Bock, ne? Macht einfach Bock. Und es würde jetzt auch mit dem anderen Set, mit dem größeren Set, hätte es glaube ich kaum, ja doch, vielleicht einen leichten Unterschied gemacht. Ein bisschen mehr Skill ist da ja dann drauf auf die, Spinning. Das heißt, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle oder sowas drin gewesen. Die hätte auch, ja, wäre ein bisschen steifer gewesen jetzt die andere Route. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben können. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, wenn du hier mit 15 Kilo Schnur unterwegs bist, musst du halt erstmal in den Drill. Der Schwachpunkt sind halt die 15 Kilo Schnur. Da bleibt das halt nicht aus, dass man da... So, jetzt kommt auf einmal wieder an. Da bleibt es dann halt nicht aus. So ein Drill. So, Vorteil hier natürlich von dem günstigen Setup. Wie gesagt, die Route unter 1000 Silber. Wenn da ein bisschen was repariert werden muss, ja, macht man halt mal eben. Beeinflusst das Konto nicht weiter gravierend. So. Das angelt man auf jeden Fall locker wieder rein hier am Yama. Na, komm hier. Komm. Schön nach oben. Ja. Nix. Jetzt reicht's auch mal hier. Und das ist jetzt der Punkt. Jetzt steht er quasi komplett in der Strömung, ne? Komplett schon. Aber er ist halt nicht groß genug. Eieiei, ich dachte schon erst, er haut jetzt gleich noch ab. Aber es passt noch. Na komm. Bisschen nach links und rechts nochmal ziehen. Na. Also wirklich am Limit, ey. Wirklich am Limit, der Hund. Also wirklich, wirklich am Limit. Verdorrig, Alter. Aber das ist halt der Punkt. Er steht halt voll in der Strömung jetzt. So. Ich würde sagen, ich leier jetzt einfach mal konstant noch weiter durch. Da passiert ja jetzt gerade nicht viel. Und dann gucken wir gleich mal, was es ist. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Ganz langsames Ranpullen. Ganz langsam. Auf Spannung halten. Und ganz langsam, Stück für Stück gegen die Strömung. Meter um Meter näher ranholen. Hochhalten das Ganze. Nicht weiter, dass er ins Klackern kommt. Und langsam wieder hoch. Langsam dagegen anpumpen. Jetzt wehrt er sich sogar noch mal ein bisschen. Aber wir ziehen trotzdem wieder. Stück für Stück. Richtig hart in den Pump. Schnell einkurbeln und langsam wieder ran hier. Da ist er schon zu sehen, der Lümmel. Langsames Gepumpe. Und noch ein bisschen weiter ran. Und da kommt er so langsam. Wehrt sich tatsächlich immer noch, schwimmt immer noch hin und her. Krass. Und wieder ran hier. Hammer. Geiler Drill. Macht halt einfach Bock sowas. Alter, jetzt ist aber auch richtig am Limit der Fisch. Cooles Ding. So, komm mal ran hier. Und die letzten paar Meter hier so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, im Strömungsschatten hier von der Insel. Dem ist ja nicht so. Auch hier ist ja heftige Strömung direkt am Ufer. So. Und noch ein Stückchen. Und noch ein Meter. Und jetzt können wir ihn, glaube ich.
Oh Mann. Alter, 11,5er König. Auf dem Spiker, Hashtag 4, 12 Gramm. Ja, den verkaufen wir dann doch nochmal eben. Mal eben kurz reingucken. Also, gucken wir gerade mal eben kurz rein. Hatten wir denn hier einen Kaffeeauftrag? Ja, guck mal da. Die drei, die geben wir einfach so ab. Sind 51 Tacken. Keta bringt halt nicht so viel. König ist gerade drin mit 40 Kilo. 40 Kilo König, auch nicht schlecht. Und in Gänze sehen wir aber hier, ne, das sind halt die wichtigen Brocken. Also König, natürlich ganz nett. Mit einem besseren Setup ist es natürlich angenehmer, mal eben hier 50 oder fast 60 Silber rauszuziehen. Silberlachs ist halt richtig geil, ne? Das heißt also, eine Stelle mit einem Silberlachs lohnt halt enorm. Silberlachs ballert halt ordentlich rein in verschiedensten Größen. Also, schmeckt. Ja, Nachteil bei so einem König, er versaut einem halt die gesamte Angelzeit, wenn man halt so einen langen Drill hat. Aber so für zwischendurch kann man den Spaß mal mitmachen. Petri, ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, Petri.